Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Okay, wir müssen für Claptrap ein bisschen Sachen abbauen. Sehr gut. Du hast Freunde mitgebracht, wie? Das wird nicht reichen. So, Herr Bombast. Autsch. Na, ich glaube, ich habe da irgendwas eingefroren, weil ich mich etwas langsamer bewege als sonst. Sieht's eigentlich aus, wir haben wieder Fähigkeiten. Würdest du vielleicht noch leben? Magisches Sperrfeuer! Autsch! Mir sind die Zauberslots ausgegangen. Ja, ich glaube, ich wechsle echt wieder zurück. Ich bin nicht so ganz überzeugt von dem Ding. Autsch. Hier steht der Sinn nach Rache. So, das war's mit euch. Dann. Ihr wartet. Okay. Nehme ich mit. Langsam. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Okay. Ja, ich glaube, das lasse ich aber mal. So, wir brauchen tatsächlich normale Eisenerzstücke, wie das aussieht. Okay. Sollte machbar sein. Das ist erstaunlich viel wert. So, können wir das noch zerlegen? Alles einsammeln, bitte. Dann. Angeblich ist hier noch was. Achso, die Dinger, die halt einfach hier durch die Gegend gefallen sind. Gut, 9 Stück. Kommen wir da hoch? Nicht von hier aus, aber von da oben. Hoffen wir, das hat sich gelohnt. Ja. Hat es. Haben wir hier den Rest, so wie es aussieht. Okay, Lehrling. Bring das magische Erz hierher zurück, damit ich an meinem Meisterwerk arbeiten kann. Gerne. Dafür sind wir doch da. Schmelz das Herz, Lehrling. Schmelz.
Okay. Okay. Jetzt muss ich meine Servomotorenverkleidung hochkrempeln und diesen nutzlosen Schrott zu einer magischen Waffe formen, die den Göttern würdig ist. Oh, das klappt nicht. Der einzig nutzlose Schrott hier bist du. Okay. So. Ich hab's für dich gelockert. Und viel wichtiger, ich okay. hab's geschafft. Ich hab die ultimative Waffe geschmiedet. Moment, was zur Hölle ist das? Ach, wir haben es auf ehrliche Art versucht, aber es wird Zeit, deine Talente richtig zu nutzen. Spiel bessere Ausrüstung von anderen, damit ich sie als meine ausgeben kann. Wir wussten beide, dass es so enden würde. Jetzt funken wir auf derselben Wellenlänge. Wo soll ich hin? Zum Okay, praktisch. Dann. Oh, geht sie sogar direkt weiter. Cool. Dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Gut, ich bin am Berg. Wer ist unser erstes Ziel? Wir suchen einen Ring, der einem Loser namens Kacharo gehörte. Er starb irgendwo im lodernden Fluss. Also los! Kacharo konnte mit seinem Feuertanzring unversehrt über Lava laufen. Aber er war so tollpatschig, dass er mit dem Gesicht voraus in den Fluss stürzte. Gut durchgekriegt, blieb von ihm nur noch der Ring. Dumme Menschen, warum verstehen sie nicht, dass ein Rad immer besser sein wird als zwei Beine? Da können gleich doppelt so viele Dinge schiefgehen. Kein Wunder, dass ihr dauernd durch die Gegend stolpert. Hm. Na dann. Den Ring ins Feuer werfen. Jo. Lava-Kriechers, okay. Das heißt, ihr werdet ja... Oh, interessanterweise... Magische Geschosse! Gut, da lohnt sich das dann auf jeden Fall. Schon, bringen wir es hinter uns. Alles mitnehmen, danke. Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Eine neue Kerbe und wieder kein Geld. So, aber was zu verkaufen. Beziehungsweise anschauen. So, sehr gut. Ja, ich muss sagen, die Pistole macht sich mittlerweile wirklich gut. Das ist mittlerweile die ganze Zeit schon, seit ich es mal ausgewählt habe. War das hier alles? Jawohl. Gut, Hälfte haben wir. Ja, ein bisschen mehr davon. Das ist ein umgefallener Minen. Ah, damit kommen wir dann wieder zurück. Besser als ein Kolbenfresser. Ja. Ihr seid jetzt sehr resistent dagegen. Also gegen Feuer.
Aber nicht gegen Pistole. So, schick, schick, schick. Dann wäre da oben wohl angeblich auch noch Zeug. Sind die wieder respawned? Nö, ne? Die Erzdinger. Hallo? Oh, und dann 7 Stück. Okay, das passt ja. Ist nicht so das Problem. So, eine Ader noch. Jawohl. Gut. Flieg los! Quatsch. Schneller nachladen, bitte. Danke schön. Schüsse sind nicht mein Ding. So, na gut, das war etwas knapper, aber auf jeden Fall noch machbar. Ah. Da ist er! Schlag diesen Stein schon in Stücke und hol dir den Ring! Ach, es ist einfach nicht dasselbe, wie einen Ring von einer echten Hand abzubrechen. Haha, gut gemacht! Schnapp dir jetzt das magische Kleinod! Wer braucht das Ding eh nicht mehr? Fälschung. Ich vergesse, er will gefunden werden, genau. Auf zum nächsten Teil. Mir schwebt etwas richtig Cooles vor. Brunals Umhang befindet sich irgendwo in der Frostsäcke. Auf Aufwehrling, dein Meister hat dir einen Befehl erteilt. Brunal war ein mächtiger Barbar, der die Frohbolde töten wollte. Er dachte, dass ein Umhang der Kälteresistenz ihn schützen würde. Nun, er wurde eingefroren, aber sein Umhang ist dank der Verzauberung in makellose Blumen gegangen. Wir können mit den optionalen Handwerksregeln auch eigene Ausrüstung herstellen. Das klingt furzlangweilig und wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Ja, andere zu töten und auszurauben ist deutlich schneller und aufregender. Aber das ist eine Handwerksquest. Meine süße, süße Freddy, ich verspreche dir, dass wir beim nächsten Mal so viel langweiligen Kram erzählen und Würfel rollen können, wie du magst. Aber dieses Mal machen wir es auf meine Art mit Kanonen, Beute und Abenteuer und so interessanten Sachen. Na schön. Na schön. Gut, dann geht's hier weiter. Ah ja, hier runter. Kann ich auch gerade nochmal gucken. Gibt es hier da irgendwas zum Mitnehmen? Hier wäre tatsächlich noch was. Das machen wir später. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch Zeug. Da oben ist auch noch eine ganze Menge anderes Zeug. Hier wäre noch ein Würfel. Okay. Eins nach dem anderen. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Cool. Okay, das war besser. Mal gucken, wie die ist. Du bist wert. Wo sind die Gedichtseite? Habe ich die übersehen beim letzten Mal? Ob sie... da. Ach, das ist die Gedichtseite. Okay. Ja gut, dann haben wir das erledigt. Cool. Wo? Oh, wo? Oh, wo sind die Orks? Die Zwerge verschwanden, kein Golem mit Mut.
wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachtfu. Ja, ist ein bisschen langsamer, die Waffe, aber... lohnt sich halt schon. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Drei Minus. So, das war's mit dir. Vorteil bei das Ding ist, weil nicht nachladen. Ich nehme es zum Verkaufen mal mit. So. Funktioniert immer wieder. So, hi. Jetzt gibt es auf die Zaubernüsse. Noch kannst du weglaufen. Ja, ich glaube, langsam ist auch nicht die Pistole besser als unser Sniper. Habe ich so den Eindruck? Ich lass einfach meine Klinge die Arbeit machen. Dafür ist sie ja da. So, cool, cool. Dann laden wir hier nochmal nach. Dann. Wir kommen der Sache schon näher. Sehr schön. Hallo, Eisbären. Da ist der Büffel. Ja, dann gibt's einen neuen Sniper. Sehr schick. Ah, und hier müssen wir wieder was anderes einsammeln. Okay. Okay. Noch haben wir keine Gegner. Mal gucken, wann sich das ändern wird. Da ist der Umhang! Ah, der steckt fest! Du musst das Eispack hacken, um ihn freizulegen! Ah ja. Aber ich glaube, dann werde ich mich erstmal hier mit den Dingern bedienen. Jetzt, wo keine Gegner da sind, habe ich nämlich Zeit dafür. Wenn wir jetzt in aller Ruhe noch machen. Und ich denke ja, in der nächsten Folge gehen wir dann mal hin. Was ist nicht aufgesammelt? Und holen uns den Umhang. Harren die Dinge, die da kommen mögen. Na gut, Munition haben wir, glaube ich, jetzt erstmal genug.
Ja, das... Es fehlt jetzt noch eine. Aber wahrscheinlich sind die in dem Ding drin. Eine Runde von dem Zeug. Okay. Na gut. Wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich... Ah, nee, hier. Okay. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.